Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Relikte der Vergangenheit. Nein, wir sind heute nicht im Auftrag der Pizza unterwegs. Wir werden uns heute einen verlassenen NATO-Flughafen anschauen. Ich bin heute mit dem Alessandro, mit dem Toni und mit dem Oliver unterwegs. Und ja, es wird auf jeden Fall ein guter Tag. Wir haben zwei Sachen heute vor und schaut mal, das Wetter ist mega gut. Ich freue mich auf jeden Fall auf einen wunderschönen Tag mit den Jungs. Wir waren schon lange nicht mehr zusammen auf Tour. Und sobald wir auf dem Gelände sind, melde ich mich nochmal wieder. So, meine Freunde, schaut mal, wer wieder dabei ist. Grüß Gott. Wer ist denn das? Ja, ich bin Alessandro. Der Alessandro. Und du bist? Ich bin der Jörg. Alias? Random Life. Schön, dass du mal wieder dabei bist. Ja, Dito, was? Dass ich mal dabei sein darf. Ach, du darfst doch immer dabei sein. So, wir gehen jetzt aufs Gelände drauf und wir haben mal wieder das Problem. Wir hätten uns lieber den Sommer, ach, den Winter aussuchen sollen, oder? Für die Dörner? Für die Dörner. Und für die... Oh, ja, 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 ja. Oh. Shit. Scheiße. Shit. Wir hätten es echt nicht mit aussuchen sollen. Aua. Ah. Aua. Warte mal. Sind wir richtig hier, Toni? Sicher? Alter. Ach du Scheiße. Toni. Ja, das ist natürlich... Also hätte er uns das mal eher gesagt. Hätte ich meine Jacke mitgenommen. Ja, mindestens eine Jacke. Oh. Leute, das ist... Aua. Und alles voller Mücken. Aua. Also ich hoffe, ihr wertschätzt das, dass wir das immer wieder für euch, für uns tun. Super. Alter, juckt das. Dass wir den richtigen Naturensöhne. Naturensöhne? Oh, meine... Das tut so weh. Leute. Also, da vorne ist einfach ein Weg und ich gehe hier über so ein... Keine Ahnung. Das ist irgendwie so ein Bibernest oder so. Ich habe keine Ahnung. So, wen haben wir denn hier? Den Cliffy. Was machst du hier? Pilze. Komm her. Du suchst Pilze. Du suchst Pilze? Pilze. Wir wollen heute was Schönes kochen. Ja. Ja. Ja, willst du erstmal nicht Hallo sagen? Nein, ich meinte einfach mal leise sein und gucken, was hier passiert. Ach so, okay. Wie der weiß, stand letztes Mal hier Panzer. Ja. Oh. Ja, hier, ich war hier doch schon mal. Also nicht nur Panzer, hier war alles. Hier war nämlich eine Pionierübung. Eine Pionierübung war hier vor einiger Zeit. Ist der Toni hingefahren und konnte leider nicht aufs Gelände drauf, weil man hier tatsächlich... Du warst drauf. Achso. Boah, ich werde hier gerade von Mücken zerstochen. Kann hier die Aufnahmen. Die Drohnenaufnahmen? Die Dröhnchen. Ja. Das wäre eine gute Idee. Ja, mach das. So, meine Freunde, wir sind jetzt mitten auf dem verlassenen Fluggelände. Und hier könnte eventuell das Ende oder das Anfang der Startbahn sein. Ich dachte unser Ende. Bitte? Ich dachte unser Ende. Unser Ende. Nee, schau mal hier. Und hier wird auf jeden Fall noch gefahren und nicht mit Militärfahrzeugen. Der Mäcki hat uns ja letztes Mal mitgeteilt, wie die Profile bei der Bundeswehr ausgesehen haben oder beim Militär generell. Man kann aus der Luft nicht aufklären, in welche Richtung das Fahrzeug fährt. Military Profile, sowieso hieß das. Hier können wir aber erkennen, oder? Nee, auch schwierig, ne? Auch nicht. Also ist auch ein Military Profile. Da, ja, keine Ahnung. So, bis gleich. Wunderschön hier übrigens. So, meine Freunde, der erste Panzer. Das ist auf jeden Fall Flugabwehrpanzer. Also das ist schon bemerkenswert. Die Feeling, wahrscheinlich 2 cm oder so in der Art. Auf jeden Fall eine Artillerieflagge. Ja. Da, schau mal. Boah, das ist schon krass. Alter. Und hier vorne war der Fahrer drin. Also schon bemerkenswert, was hier alles rumsteht. Ich bin mal gespannt, was uns noch so alles erwartet. So, woanders hergeklaut. Kann sein. War der jetzt offen oder nicht? Nee. Ich habe oben geguckt. Ich habe gedacht, der wäre offen gewesen. Mhm.
Also häufig war es ja so, dass bei den NATO-Flughäfen zwei Zufahrten zur Start- bzw. Landebahn waren, dass man sehr schnell die Alarmrotte aufsteigen lassen konnte. Und man sieht hier auf jeden Fall noch ziemlich viele Spuren. Einige davon würde ich auf jeden Fall auch als aktuell bezeichnen. Wie gesagt, Toni hat ja vor einigen Wochen hier eine Übung gesehen. Und heute sollte das Flugfeld auf jeden Fall leer sein. Bleibt gespannt, oder? Wir sind sehr gespannt. Ja, sehr gespannt. So wie dein Bizeps. Ich will euch auf jeden Fall noch mal zeigen, wie schön es hier ist. Aber auch die Landschaft wunderbar. Zweite rechts. Guckt euch mal die Gegend an. Es ist einfach so wunderschön hier. Ja, ich höre das. Irgendwas gehört, du nicht? So ein Fisch oder so? Nee. Wenn das der Wind oder was gehört, das war Geräusch. So, und jetzt spiele ich mal Armageddon-Musik ein. Schaut mal da hinten. Das wird ein richtig tolles Video. Ich freue mich schon richtig. Ja, das sind die Sachen, die sie hier geübt haben. Die haben hier Ausbesserungsarbeiten auf der Rollbahn gemacht, falls Granaten, Raketen, Bomben einschlagen, dass man die schnellstmöglich wieder ausbessern kann. Hier auch nochmal. Du hast noch Originalmaterial, ne? Ja, ja, ich habe die. Ja, dann würde ich das genau jetzt einspielen. Eigentlich ein bisschen Hintergrundinformationen über diesen Platz? Ja, das ist militärischer französischer Flugplatz ehemalig. Okay, NATO oder nur NATO. Französisch? NATO? Ja. Und Flugzeuge waren hier stationiert? Und der Flugplatz. Sie waren ein Flugplatz. Sie waren die Hallen da an, bitte. Was willst du sonst reinstellen? Strom, Alter. Hey, willst du die Leute auch ein bisschen unterhalten? Sonst wird das Video zu langweilig. Ja, musst du mal im Internet gucken. Infos habe ich jetzt auch nicht geholt. Okay, alles klar. Ich bin jetzt eigentlich nur zwecks den ganzen Panzern und so, die hier stehen. Okay. Flugzeuge stehen hier aber nicht, oder? Nö. Guck mal, da vorne ist eine Toilette. Und Fahrzeuge. Stehen die Fahrzeuge immer da? Ja. Sehr gut. Nur das Dixi-Klo steht da nicht immer. Das glaube ich noch von. So, meine Freunde, also, wir sehen hier, vor allem hören wir viel Wind. Und da vorne stehen schon die ersten Fahrzeuge. Da ist der ehemalige Tower. Und da vorne stehen weitere Fahrzeuge. Wird spannend. So, Leute. Wir haben hier eine Platzpatrone gefunden. Kriegst du, glaube ich, gar nicht scharf. Ne, ich krieg sie, glaube ich, nicht scharf. Die liegt hier einfach so rum. Da liegt sie. Oh. Also so, meine Freunde. Alter, vorne ist doch ein T4 und sowieso. T72 könnte das sein. Geil. Also ich glaube, wir trennen uns einmal. Sonst stören wir uns gegenseitig beim Filmen. Das ist wahrscheinlich ein Mannschaftstransporter. Das ist ja mega gut, Leute. Das ist ja mal mega gut. So, ich würde sagen, gehen wir mal direkt drauf, oder?
Und wir können sogar reingehen. Aber ich zeige Ihnen erstmal von oben. Und schaut mal hier. Ist alles voll. Hier war das Maschinengewehr drauf. So. Und schaut mal, wie schön das hier ist. Eine Halle. Und da vorne irgendwas Sowjetisches, glaube ich. Sehr geil. Oh. Oh, das ist aber eng. Das ist aber eng. Ups. Schaut mal hier. Hiermit ist man dann gefahren. Also viel Platz hat man hier nicht. Und jetzt kommen schon die Mücken. Hier waren die Spiegel, glaube ich, dran. Hierüber hat man dann geschaut. Und gucken, ob ich mich drehen kann. Oh, das ist... Oh. Oh. Ja, ein Truppentransporter, wie ihr seht. Die Bank kann man so noch hochklappen. Und hier war der Bordschütze. Die Winkelspiegel sind raus. Ja, krass. Schaut mal hier. Jetzt gehen wir zu dem russischen. Ich gehe davon aus, dass es ein russisches Modell ist. Einfach hier abgestellt. Ich hatte gerade noch überlegt, eine Jacke mitzunehmen. Aber jetzt ist schon direkt warm. Boah, das sieht schon richtig krass aus. Glattrohrkanone. Und der ist schon gut massiv, Leute. Riesige Ketten. Boah. Hinten nochmal ein extra Fass für Treibstoff. Und der hat da auf jeden Fall eine Beschädigung. Mal gucken. Das ist ja wohl Bretz. Bretz ist wahrscheinlich ein Ort, ne? So, und in der Normandie haben wir ja gelernt, wenn man hoch möchte, macht man das gerne vorne an der Kette. Jo. So, noch ein Treibstofftank hier. Boah. Schau mal. Hoho. Ich zeige euch mal, was ich sehe. Das ist schon bemerkenswert. Oh, guck mal, das kann man sogar noch teilweise bewegen hier. Aber die ganzen Teile hat man auch rausgenommen. Viel ist nicht mehr drin. Da ist der Fahrer. Wir sind der Schütze. Hier schießt man. Das ist der Abzug hier. Auf der anderen Seite ist der Ladeschütze.
Hier lädt man, das ist die Kanone hier. Und schaut mal, der hat einen abgekriegt. Anscheinend. Da haben wir auch von außen gesehen. Hier ging der rein. Krass. Das ist ja mal krass. Getriebe. Da müssten die Shells gewesen sein. Oh, wir kommen ja sogar hier durch. Oder? Oh, naja, so mehr oder weniger. Oh, ich glaube gar nicht, wie eng das ist. Oh, hier waren die Shells und gar nicht mal so klein. Schaut mal, wie eng das ist. So, da waren die Shells drin, die Granaten. Hier ist sogar noch die Batterie. Und das ist die große Kanone. Hier wurde dann eingeladen. Hier hat man die rausgezogen. Und immer einen Helm tragen. Da hat man die dann reingeschoben. Boah, ist das warm hier drin. Ist das warm hier drin. Und das Periskop. Hier war wahrscheinlich noch Maschinengewehr. Genau, hier war die Munition drin. Das hätte ich euch auch gerne noch gezeigt. Hier vorne. Wird ein gutes Video, oder? Das wird ein gutes Video. Boah, ist das warm hier drin, Leute. So, hinter uns ist der, ich glaube, es ist ein T-72 oder irgendwas anderes. I don't know. Wie gesagt, der hat auf jeden Fall einen Treffer bekommen. Und hier haben wir verschiedene Truppentransporter. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als das, was wir gerade gesehen haben. Deswegen zeige ich euch den nicht. Der sieht auf jeden Fall anders aus hier. Oder? Nee, es sind alles die gleichen. Es ist alles die gleichen. Der hat hier noch einen Ersatzreifen drauf. Mal gucken, ob der los ist. Nee, der ist fest. Ja, schon trauriger Zustand, oder? Boah, hier ein Storch. Ich weiß nicht, ob ich ihn drauf hatte, ein Storch. Wunderschöne Tiere. Ja, dann schließen wir mal auf. Hier nochmal der Blick zurück über die vier. Und jetzt schließen wir auf, da vorne stehen sie auch. Und dann gucken wir uns gleich mal die Hallen an. Und ja, ich hätte eine Taschenlampe mitnehmen sollen. Ja, ich muss mir das unbedingt merken. Eine Lampe sollte man immer dabei haben. Zur Not so eine kleine. Und schaut mal hier. Mal gucken, ob wir auch gleich rein können. Flugfeldbeleuchtung da oben. Und hier standen damals dann die Flugzeuge. Und konnten dann in der Alarmroute gestartet werden. Und von dem Tower konnte man das dann überwachen. Da vorne ist der Tower. Wenn ich davor bin, gucken wir uns den mal an. Schaut euch an. Der Tower. Erbärmlicher Zustand, aber trotzdem imposant. Und hier riesige Montage-Wartungshallen. Hier standen damals die Kampfjets drin. Boah, ist das riesig. Gucken wir uns gleich mal auch in Detail an, aber erstmal schließen wir auf. Schon gut. So, bis gleich.
Wie findest du die Anlage? Ah, oh, schon was Feines. Ist gut, ne? Ja. Ich habe sogar den Pilotenraum gefunden. Den Pilotenraum? Sollen wir mal zusammen gucken? Ja, komm, wir mal zusammen gucken. Ah, Pilot Room. Pilot Room. Und UFO-Zeichen. Alte Sandsäcke noch hier. Was? Sandsäcke sind hier. Ja. Schaut mal, wie groß das ist. Das ist schon bemerkenswert. Faserplatten an der Decke, ne? Ja. So bekannt für den Pilot, ne? Leute, schaut mal. Hammer. Ey, das ist ja wohl der Hammer. Flugzeug. Und hier ist jemand, der Flugzeugteile hat und es mit einer Karren, mit einem Balkenkreuz hinten. Das ist schon schön. Hier haben wir noch eine junge Dame. Ein Pin-Up. Herrlich. Ach, das ist ja schön. Oh. Und hier, falls dir mal müde ist, kannst du dich hier auch noch hinsetzen. Hast du einen schönen Fund gemacht, Kollege? Hier auch. Warte. Hier haben wir noch eine Couch. Jo, hier ist auch noch ein Kampfjet. Hast du eine Idee, warum hier Unterhosen sind? Vielleicht hätte ich eine Hose gemacht. Kann sein. Kampfjet. Hier war nichts mehr? Guck mal, die andere Seite. Ja. Hier haben sie natürlich alles an Kabeln rausgerissen, was ging. Und hier nochmal der Blick über die gesamte Halle. Also ich bin hoch begeistert. Mir gefällt das richtig gut hier. Ich jetzt auch. Möchtest du mal deinen Vater grüßen? Hallo Papa. Feuerlöscher wahrscheinlich, ne? Ja, 121. So, hier ist leider nichts mehr. Über. Aber wer nicht guckt, der findet auch nichts, ne? Spinne, Spinne. Nee, aber hier ist nichts mehr. Porzellan auf dem Boden. Schau mal. Wie schön das hier ist. Oha. Kannst du das lesen? Trifoglio. Italien, ne? Giorgi B. Trifoglio. Wir müssen das mal zu Alessandro, unseren Quoten-Italiener. Hi Leute, der Oliver macht heute sein erstes Mal Voice-Over und hat sein Gesicht in die Kamera gehalten. Normalerweise macht er das immer so, dass er ganz normal Musik bei TikTok anhat. Und ich habe ihm die ganze Zeit gesagt, du musst was Persönliches mit reinbringen. Und heute hat er sich das erste Mal getraut, selber quasi hier durch die Anlage zu gehen und etwas dazu zu sagen. Ich bin total stolz auf dich, Oliver, dass du das gemacht hast, weil somit bekommt der Content, den du machst, viel, viel mehr Persönlichkeit und Wiedererkennungswert. Und das ist auf jeden Fall, hast du auf jeden Fall verdient. Und ich habe ihn gerade sogar noch dazu überredet, dass wir einmal kurz vor der Kamera die Einleitung machen. Also von daher hat er heute einmal ein Video gemacht, wo er spricht und die Einleitung, wo er sein Gesicht zeigt. Also von daher bin ich sehr, sehr stolz auf ihn. Geradeaus weitergegangen. Ach, da oben. So. Geil. Ja, da vorne sind weitere Panzer. Da hinten könnte auch noch einer stehen. Und hier haben wir nochmal eine große Halle. Und die ist zu, ne? Guck mal. Ja.
Die ist abgeschlossen. Wer weiß, was dahinter ist. Ah, wir können so gut. Da stehen Panzer drin. Schaut mal. Die sehen aber noch sehr gut aus. Die sehen aber noch sehr, sehr gut aus. Hammer. Ja. Nicht schlecht, Frau Specht. Und auch hier die Antennen sind noch aktiv. Schaut mal, Leute. Aber die Fahrzeuge wollen wir uns natürlich auch schon auch noch angucken. Und da vorne haben wir ein Radar. Ich hoffe, das ist außerhalb der Absperrung, weil ihr wisst, hinter Absperrung gehen wir nicht. Das wäre etwas, was wir nicht machen, weil das hier ist auf jeden Fall aktiv. Und da bleiben wir natürlich von weg. Boah, ein Raketenwerfer. Ein Raketenwerfer in der Mitte. Alessandro, ja. Du bist doch Italiener, ne? Dürfen wir mal sehen? Gesehen, was du da hast? Ja, haben wir gesehen. Schau mal hier. Kannst du uns das vorlesen? Giorgio bei Rifoldi, made in Italy. Kennst du die Marke? Nein, kenne ich nicht. Möchtest du mit als Andenken nehmen? Oh nein. Oh. Wir lassen das einfach mal hier. Okay, für die nächsten, ne? Aber ja. Ich kann dir was anderes zeigen. Ja? Interessiert dich das? Ja, mich interessiert das brennend. Wow. Kennst du sowas? Du wirst nie erraten, was da drin ist. Ist da was drin? Da ist nicht nur etwas drin. Nein! Also wenn du das siehst, ja. Achtung mal zur Seite bitte kurz. Boah! Boah, guck mal rein. Nein! Schaut mal, Leute! Hier ist sogar noch alles drin. Und da ist das Teil rausmontiert worden, was wir vorne bei dem Panzer gesehen haben. Und dann haben die sich überlegt, dass man es doch nicht mitnimmt. Dann hat man es einfach jetzt mutwillig zerstört. Du darfst zuerst drehen, wenn du möchtest, Oliver. Boah, das ist schon ein cooles. Aber das hier ist, glaube ich, mein Highlight hier. Der Raketenwerfer. Nee, kommt noch mehr? Kommt noch besser. Kommt noch besser, sagt er. Ich weiß nicht, warte kurz. Aha. Seid ihr hier schon fertig? Ja. Komm mal hier. Ja, komm mal hier. Durch die Mutterhaube. Ich siehst du nicht mit der Kamera. Da ist irgendwas. Ein Radar, das, was wir gerade gesehen haben. Boah, das wird auf jeden Fall noch richtig spannend, Leute. Aber wir werden uns jetzt hier erstmal umschauen. Oliver, wenn du möchtest, kannst du gerne da starten. Ich hole mal meine Drohne, damit die dann nicht einfach so rumsteht. Und dann gucken wir uns die Dinger mal an, ne? Ich versuche mal jetzt hier auf meinen. Also wenn Olli da nicht reingeht, dann machen wir das hier als erstes, ja? Dann machen wir das hier als erstes. So, gibt es hier keinen Tritt oder so? Ne, gibt es keinen Tritt. Oh, oh schön. Darf ich mal deine Lampe haben? Ich glaube, mit einer Lampe, das macht hier definitiv Sinn. So, schaut mal hier, Leute. Noch alte analoge Technik. Hat man leider alles zerstört hier. Vor allem, was will man damit, ne? Ist auf jeden Fall sowjetisch, russisch. Das ist schon richtig gut. Steht auf jeden Fall schon jahrelang hier und vergammelt.
Toll, wirklich, wirklich toll. Ist das eine so Sonde oder so? So nah? Radar? Man weiß es nicht. Cool, richtig gut. So, jetzt muss ich mal versuchen, hier auf diesen Raketenträger raufzugehen. Die waren also gerade nur gucken, aber erstmal gucken wir uns das Gestell hier an. Ich glaube, Tau war das, wenn ich mich richtig erinnere. Hier hat man die Raketen reingetan. Hier, genau. Und dann hat man die hier mit verschlossen. Damit verschlossen. Aber das funktioniert heute alle nicht mehr. Ah, ich meine, das ist ein Raketenabschussbehälter. Den kann man wechseln hiermit. Hiermit kann man den wechseln und neu einbauen. Und das war die Verbindung für die Programmierung und dann auch den Abschuss. Zwei Stück. Schaut mal, wie schön das hier ist. Unfassbar schön. Das wird auf jeden Fall eng. Aber wir sind schon was drin. Oh. Zack. Und drin. Schaut mal hier. War der Fahrer. Der konnte hier allerhand einstellen. Da konnte er allerhand einstellen. Und auch überwachen. Temperatur. Noch nicht mal Panzerglas hier. Das sind die Winkelspiegel. Also dann seht ihr mal, hier hat man rausgeguckt und dann weiter hier. Diese sind relativ selten, Leute. Aua, Fliege ins Auge. Ah! Und hiermit konnte man, glaube ich, hoch und runter fahren. Also die Hälfte ist schon geklaut. Die andere Hälfte ist defekt. Und hier, da saßen die damals drauf. Lenkrad ist auch gemopst. Und hier die Drehrichtung. Drehvorrichtung. Mega. Mal gucken, wo wir uns da draufsetzen können. Aber das wird wahrscheinlich sehr, sehr eng. Ich sitze jetzt hier drauf. So saß man hier und ist den Panzer damals gefahren. Überall Winkelspiegel. Aber dass man das hier nicht aufmachen kann, oder? Also richtig spannend. Das Ding ist richtig spannend. Auch wenn es kein richtiger Panzer ist, ist das Ding trotzdem. Ich zeige euch mal hier. Da hat man verschiedene Bewegungen. Super. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie wieder rauskommen. Das ist eine Drohne. Die habe ich da vorne auf den Reifen gelegt. Hier nochmal die Abschussvorrichtung, der Abschusscontainer. Ah. Ich zeige euch das mal. Gegen einfachen Beschuss hat das auf jeden Fall, hat die Panzerung gereicht. Wir saßen ja jetzt gerade hier drin. Das sind die Winkelspiegel, wie gesagt. Ups. Das sind die Winkelspiegel hier. Hier, einige sind schon raus. Und diese Klappe konnte man zumachen. Und dann hatte man einen gewissen Panzerschutz. Hier ist ein LKW. Oh, der ist sogar
kann man sogar aufhören. Rakete! Oh, ist das dreckig. Oh, Leute, sowjetische Bauart. Sogar noch die Kippen von damals. Gleich schon mal vor ein Opossum hier drin oder so. So, das ist richtig gemütlich hier. Oliver, kannst du auch rauchen? Aua. Ist das ein Raucherfahrzeug? Ja, das ist definitiv ein Raucherfahrzeug. Geil. Und hier geht auch noch. Mega. Schön, 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 schön. So, Leute. Also, Toni hat nicht zu viel versprochen, als er gesagt hat, das wird noch richtig gut. Und schaut mal hier, diese wunderschöne Blumenwiese. Mega schön. Das ist die Radaranlage von damals. Und die gucken wir uns natürlich jetzt auch von nahem an. Und Toni lässt schon die Drohne fliegen. Also grundsätzlich gab es natürlich Radar für die Entfernung und für die Nahaufklärung. Das hier ist für die Nahaufklärung. Es gab ein gewisses Radarnetz. Ich habe auch schon mal eins besucht. Das war für die Fernaufklärung. Das konnte dann richtig weit auch aufklären. Das hier ist für die Nahaufklärung, für den Flugplatz. Haben wir reingeschaut? Ja? Das ist nur mit neuen Sachen irgendwie zum Grillen. Alles klar. So, schaut mal hier. Nicht schlecht, oder? Aero Muskel. Das ist zu. Wie ist es denn bei anderen Dingern? Weißt du was? Appell. In der Nähe von den Baracken oder ganz woanders? Und hier. Echt? Ja. Ist noch ein zweites Radar. Also, wo sind die Landschaftsbaracken hier? Kommen die noch? Okay, also müsste da ein Super sein.
das nächste Wägelchen. Bin mal gespannt, was wir hier haben. Sieht auf jeden Fall nicht nach einem Kampffahrzeug aus. Eher so eine Montageplatte oder so. Könnte aber auch wieder irgendwas Raketenmäßiges sein. Ich wollte schon sagen, haben Sie den erst vor kurzem hier reingefahren? Nee, das ist was anderes. Vielleicht wollte man den rausziehen. Boah, hier hat man Platz gehabt. Und der Stuhl, der sitzt noch richtig gut im Schuss. Hier werde ich jetzt mal nicht reingehen. Aber wir werden auf jeden Fall drauf gehen. Das werden wir machen. Und dann werden wir vielleicht auch sehen, was das ist. So, hier waren auch Raketen drauf. Schaut mal hier. Da waren 3 Raketen drauf montiert. Vorne waren die fixiert. Die sind natürlich heute nicht mehr drauf. So, und wir sind jetzt genau auf den Raketen Montage, was auch immer. Und der ist gar nicht mal so klein. Schaut mal. Der ist richtig groß. Krass. Und schaut mal. Die wunderschöne Gegend hier. Ja, keine Ahnung, was das sein soll. Wie das Ding heißt. Schreibt's mal in die Kommentare. Schreibt's mal in die Kommentare, genau. Willst du auch mal hoch? Nee. Mali will nicht hoch. So. Hier nochmal der Blick. Und dann schließen wir erstmal auf, würde ich sagen. Zone Protégé Interdiction der Penetrea 1995. So, mach mal auf. Das geht nicht auf. Doch. Wir sind irgendwo rechts oder links entlang. Wo? Alessandro, wo? Alessandro, wo? So, wir sind jetzt hier in dem ehemaligen Hochsicherheitsgehöft. Was meinst du, was das war? Hier war Radar drauf. Ja? Ja, hier war Radar drauf. Und hier haben wir noch ein Fahrzeug. Wir schauen uns mal ein bisschen um. Auch wieder ein Flak-Panzer für die Nahverteidigung. Das ist aber kein guter Zustand. Da hatte der vorne definitiv einen besseren Zustand. Frontignan. Das ist traurig, der Zustand, Leute. Service-Schacht. Da ist der vordere aber besser, ne? Oh, Zecken, Zecken, Leute. Alles voller Zecken. Hundertprozentig. So. Gucken wir uns erstmal hier vorne den Fahrer an. Da. Und hier haben wir die E-Geschütze. Eins haben sie komplett demontiert. Das haben sie geklaut, Leute. So, wir sind drauf. Die haben eins geklaut, ne? Guck mal. Das waren 3 Stück. Olli, kannst du mal bitte annehmen? Ich will da mal reingucken. Boah, nee, geht nicht. Wow, cool, ne? Ja. Da hat sich irgendjemand mit nach Hause genommen. Krass. Das schießt wahrscheinlich sogar noch, ne? Das ist eine Militärwaffe. Hier, da war noch einer drin. Das waren 4 Stück. Die haben eins geklaut. Ja, eins ist weg. Aber hier kann man natürlich schön gucken. Das Radar für die Feindaufklärung und Zielverfolgung. Und da gehen wir jetzt mal rein. Also ich kann euch sagen, Leute, wenn man sowas mitnimmt,
Dann hat man eine große, große Straftat getan, denn das ist eine Kriegswaffe. Und wer gegen Kriegswaffenkontrollgesetz verstößt, der hat echt ein Thema. So, also, die ganze Bordelektronik hier ist teilweise schon weg. Und hier saß der Aufklärer. Und das ist alles russisch, wie ihr seht. Alles kyrillische Schrift. Und hier war das Radar. Er hat man sogar noch heil gelassen. Dankeschön dafür. Und hier, oh, naja, ich kenne mich leider nicht aus. Das wird wahrscheinlich für die technische, ich habe keine Ahnung. Also hier ist auf jeden Fall Feindaufklärung und hier wird wahrscheinlich alles andere gewesen sein. Wie Motorzustand, Betriebstemperatur, Munition. Aber nagelt mich bitte nicht fest. Das weiß ich nicht. Extrem wenig Platz hier drin. Und hier saß man dann. Cool oder cool? Das ist geil. Ja. Also hier wird der Motor. Ne, hier ist die Maschinengurt gewesen. Hier nochmal der Blick rein. Also sollte nicht gemütlich sein, sollte nur klappen, ne? Hier war Munition zuvor. Sogar noch die Klappen da. Crazy. Ja, gut, dass wir das gemacht haben. Chuck. Chuck. Bitte? Ja. Ja. Guck mal, eine alte Gunst. Das ist aber dasselbe Modell wie vorne, nur besserer Zustand. Ja, das stimmt. 750 Gramm, irgendeine Dose Öl oder Essen. Ja, da Munitionszufuhr. So, meine Freunde, also wir haben jetzt, glaube ich, das gesamte Gelände abgesucht, haben uns auch in jeden Panzer reingesetzt, wo es ging, und wir werden jetzt, glaube ich, Richtung Auto gehen. Bitte? Ah, die haben was gesehen. Einen Bunker haben sie gefunden. Ich wollte gerade schon die Abmoderation machen. Bunker gefunden. Oh, der Bunker. Der Bunkeri. Der Bunkeri. Ich denke, das ist Munition. Egal. Ja, das ist ein Bunker. Bunker ist Bunker. Und Mückenbunker. Mückenbunker ist das. Bunker ist Bunker? Ja, Bunkeri. So, let's do this. Oba. Dörner, überall Dörner. Schaut mal hier. Etanché. Wartest du kurz auf mich? Boah. Steht schönes Wasser drin. Aha. Ach, wir haben ein bisschen Wasser geschoben. Boah, der ist ja riesengroß. Wasser dicht die Schuhe. Boah, wie tief sind die wasserdicht? Boah, ist der groß. Leuchtet mal hier um die Ecke. Boah, ist der groß. Da steht er voll unter Wasser. Mhm. Und alles voller Mücken. Okay. Lieber da was? Ich glaube nicht. Alles unter Wasser. Boah. Ganz schön wasserig, unter, ne? Unter Wasser. Also war auf jeden Fall nicht nur für Munition, war für irgendwas anderes noch. Boah, den Baracken.
Jo. Zusammengefallen, ne? Ja. Wahrscheinlich. Weil hier ist ja noch was Mann, die längste Gefahr hinter. Gucken wir mal. Oh, das ist aber schon ziemlich runtergekommen. Da spare ich mir. Das ist auch häufig mit Asbest versetzt. So, ich glaube, wir haben so langsam alles geschafft. Ist das dann auch doch immer sehr anstrengend. Es sei denn, man heißt Alessandro und es ist in seiner Topform. Meine Lieben, also ich denke, wir sind jetzt hier mit dem Gelände fertig. Habt ihr noch Bock auf eine Pizza? Ja. Ja? Also ich werde mir auf jeden Fall gleich eine Pizza holen. Und letztes Mal habe ich eine mit viel Käse gehabt. Das war mir zu viel Käse. Ich denke, heute nehme ich irgendwas mit Salami oder so. Habt ihr ein Favorite? Ich guck mal, was der Automat zu bieten hat. So hergibt, ne? Toni, auch eine Pizza? Ja. Oliver? Ich will Spaghetti. Spaghetti-Pizza will er haben. Wir testen mal Franzosen und Pizza. Ja, lecker, lecker, ja. Also in Frankreich gibt es ja ganz häufig diese Automaten, weil die Geschäfte ja früh schließen. Und in den Städten, in den kleineren Städten, gibt es tatsächlich sonst keine Möglichkeit, irgendwie was zu essen zu holen. Deswegen sind die relativ gut verteilt hier. Und hier irgendwo ist eine Party in der Nähe. Also, so meine Lieben, also wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Unbedingt auch kommentieren, unbedingt auch liken. Und schaut mal beim Cliffhanger vorbei, beim Favorite Urbex. Ich verlinke euch beide Namen jetzt einmal. Alessandro hat kein Profil auf Social Media. Ich bin profillos. Profillos, ne? Ja, komplett ohne Profil. Alles klar, Leute. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Random Life. Ciao, ciao, ade und goodbye. Was machst du? Ich versuche, ja, eine Pizza zu bestellen. Aha, in? Deutsch. Alemann. Ich möchte meine Bestellung aufgeben und ja, habe nicht reserviert. Aha, und als Gast. Vertrauen. Aber ich vertraue euch noch nicht, ich bin neu. Oh, ich möchte als Gast bestellen. Mhm. Oh, was haben wir da? Barbecue hört sich gut an, ne? Savoyarde, Burger, Chorizo. Oh, Chorizo hört sich auch gut an, ne? Eine Reine. Eine Reine. Das war's. Das war's? Mhm. Oder eine Kannibale. Warte mal. Nachspeisen. Oh, Kit Grüß Götter. Pizza, la Pizza Bonbons. Was kosten die Pizzen? Ich hab noch nicht gesehen. Was kosten die? Hast du gerade 15 Euro gesehen? Ist doch ein normaler Preis, oder? Nee, hier. Nee. Brennt denen die Birne? Aber ich nehme eine Margarita. Die kostet heiß. Ja, die nehme ich auch. Kalte Wahl, die Pizza von dem Verzehr gut durchbacken. Ach, ja. Ich brauche was zu trinken. Bestellt, die werden heiß, fertig. So, Zahlen gucken wir jetzt nicht. Alessandro glaubt mir nicht, dass da ein 3D-Drucker drin ist und die quasi für jeden selbst erstellt wird. Er denkt, die sind tiefgekühlt. Ein 3D-Drucker ist ja ein 3D-Drucker. Genau. Ja, nicht ganz wie ein 3D-Drucker. Weil ein 3D-Drucker ist ja ein Fake. So, jetzt. Da. Jetzt geht's ganz schnell. So, nur noch 10 Sekunden. Guck mal, er ist ja schon freudig erregt. Also, sie hüpft in meinen Mund rein. Ja. Pass auf, komm, größer kommen, ist die auch nicht. Bumm! Da ist sie. Oh. Zeig mal. Leg mal da hin. Ja, mach doch. Ja, bitte. Oh, hier sieht die gut aus. Sieht aus, wie, als wäre da ein Pizzabäcker drin. Ja. Hammer, oder? Mega. Ey, sehr cool. Ja, sind auch richtig lecker. Aber ist da noch ein Metall? Ja, ja, dafür ist erwärmen. Damit schneller geht. Ach, guck mal. Mhm. Aber schade, dass sie nicht geschnitten ist. Oder oh. Ja, ich weiß. Die hätte geschnitten sein müssen. Das wäre der Knaller. Aber das ist mega. Ja, die ist auch lecker. Aber sehr, sehr heiß, mein Freund. Sehr, sehr heiß. Ich warte. Kannst ruhig beginnen. Klasse. Das ist keine Werbung, ne? Aber ja, die schmeckt echt sehr gut. Ja? Die schmeckt echt sehr lecker. Und du hast nur eine, wie heißt die nochmal? Margarita. Und die ist gut ausgestattet, ne? Ich bin Italiener. Er ist Italiener, Leute. Dann ist auch fertig. Ich habe hier ein Barbecue. Schmeckt nicht 100% nach Barbecue, ist aber trotzdem sehr lecker. Oh. Das ist so ein Kids-Menü. Du kannst nicht alles einzeln kaufen. Nee, nee. Ach so. So, und das ist die Barbecue-Pizza. Aber deine war schnell fertig, ne? Wir haben zwei Räume gemacht. Mhm. Lecker, lecker, lecker. Wenn ihr übereinander gebacken, oder? Eine kam oben, eine unten raus. Ja,
Ach, ihr habt die gleichen. Tschüss.